Mein Name ist Daniela Sindern, ich bin seit 25 Jahren selbstständige Steuerberaterin in Emmerich am Niederrhein. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und liebe das Meer, nicht nur um die ostfriesischen Inseln. Also ich bin damals 1994 der Liebe wegen an den Niederrhein gezogen und hatte das Glück, eine Stelle als Assistentin in der Steuerberatung bei Herrn Jochen Peters zu finden, dem die Kanzlei alleine gehörte. Da mein Studium der Agrarwissenschaften jetzt nicht so ganz so typisch für den Beruf des Steuerberaters war, hat er mir die Chance gegeben, die habe ich ergriffen. Und nach bestandener Steuerberaterprüfung hat er mir direkt angeboten, Teile der Sozietät zu erwerben. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann haben wir 10 Jahre zusammen praktiziert und seit 2009 ist Herr Peters ausgeschieden und jetzt bin ich 14 Jahre alleine unterwegs. Eigentlich wird die Woche eigentlich eher geplant. Der Tag ist, also wir machen einmal in der Woche ein Arbeitsgespräch, was dringt, wo sind die Prioritäten, was muss raus, wo kann ich helfen. Und dann ist die Woche eigentlich geplant und dann arbeiten wir alle ziemlich eigenverantwortlich den Tag. Ich sehe den Vorteil bei einer kleineren Kanzlei, dass man eben als Komplettteam arbeitet, dass man relativ schnell Antworten kriegt, dass wir jeden Tag im Gespräch sein können, dass wir uns gegenseitig über alle Bereiche helfen und dass wir im Grunde alle auch so ein bisschen Allrounder sein müssen und unsere Mandanten zufrieden machen.